Leute, zurück bei Xenoblade Chronicles. Es geht weiter, wir sind in den Sümpfen von Sartol und ich werde etwas am Questsystem ändern, wie ich das vorher gemacht habe. Wir werden nicht mehr all diese nutzlosen Monster-Missionen machen, die von Nopon AG oder sowas kommen. Wir werden nur noch sowas wie das hier machen, mit Charakteren, die auch Namen haben, weil das sind die einzigen interessanten Quests. Den Rest mache ich offscreen. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber so kommen wir ein bisschen schneller voran, weil ich merke, wir sind jetzt schon bald bei Part 30 und wir sind kaum vorangekommen. Und das will ich ein bisschen ändern, damit wir ein bisschen schneller vorankommen. Weil ich will euch auch nur die Quests zeigen, die auch wirklich was bringen. Und das sind die, wo die Charaktere halt Namen haben. Und die machen wir dann auch. So, dann gehen wir jetzt aber erstmal durch. So, ach ja, bevor ich es vergesse, ich habe nochmal gesammelt für Kolonie 6... das ist die Ethermine und hier haben wir die Sirius-Anemone. Die werden wir jetzt reinpacken zusammen. Und habe ich damit haben wir Kolonie 6 auch vervollständigt. Nice. Kriegerharnisch gibt's dafür. So, sonst haben wir erstmal alles. Und jetzt sind wir in den Sümpfen von Sartol. Hier haben wir noch Klopfunruh. Den habe ich aus Versehen eingesammelt, aber wie gesagt, noch nicht eingelegt. Jetzt habe ich's gemacht. So, und wir sollten immer noch jeden Kampf mitnehmen, den wir kriegen können. Oh, da sollten wir vorsichtig sein. Der ist Level 81, die Gehölzeule. So, jetzt müssen wir einmal gucken. Wir haben eine Nebenquest mit Namen. Der werden wir uns heute widmen, nämlich Katschas Entführung. So, dann gucken wir mal. Wir werden natürlich jeden Gegner versuchen mitzunehmen, der geht. Wie die Säuretäuscher, um zu leveln. So, aber ich hoffe, dadurch kommen wir ein bisschen schneller voran. Ich werde aber nicht nur Quests mit Namen machen, sondern auch die, die eine Uhr drumherum haben. Weil die können wir nur zeitlich begrenzt machen, bis bestimmte Events stattfinden. Also wundert euch da nicht. So. Der ist schon mal weg. Nein, alles nehmen. So, einmal Schattenauge. Komm, Damban, übernimm das Akku. Danke. So, verdammt. Ein bisschen zu spät, aber das war's eh gleich. Und ein bisschen zu früh. So, auf Wiedersehen. Sehr geil. Den können wir nicht besiegen. Der ist viel zu stark. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen ein ganzes Stück gehen durch die Sümpfe von Sartol. So, Wasserstamm haben wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Doch, da haben wir alles schon komplett. Alles klar. Es war einfach. Warum auch immer. So, hier sind noch Dexen. Verdammt, das habe ich gut verkackt. So, einmal hier. Und einmal den. So, eine der Dexen haben wir schon tot. Ja, moin. So, das war leicht. Glaub mir, einige von den Quests hier, von den Namen-Quests, gibt hier, glaube ich, nur zwei Charaktere mit Namen, werden noch extrem schwer. Also die eine auf jeden Fall. So, aber wir gehen erstmal weiter. Ich würde aber erstmal gerne nach hier gehen. Weil ein bisschen erkunden wollen wir ja auch. Das dürfen wir nicht vergessen. So, gehen wir erstmal doch nach hier lang. So, drei Stück. Level 24. Easy going. So, scheiße. Sehr schön, der ist gleich tot. Weil wir konnten ihn doch noch hinten angreifen. Das war's mit ihm. Und die andere sind Level 20. Geh mal weg, ey. So, komm. Und das war's für dich. So, das war relativ simpel. Kronenbaum. Genau deswegen wollte ich jetzt hier erstmal hin, um den Kronenbaum freizuschalten. So, jetzt können wir nämlich weitergehen.
Der könnte schwer werden. Wir müssen zuerst die Kleinen wegpullen. Und los. Oh Gott. Ja moin, der hat mich mit 3 Hits gekillt, Alter. Wir müssen zuerst auf jeden Fall die Kleinen loswerden. So, Vorsicht. So, noch einer weniger. Und was kommt? Ein Überfall. Rudi, das kannst du schön vergessen. Nein, das hat nichts gebracht. Oh, Kacke. Tja, hätte klappen können. Hat es aber leider nicht. Oh nö, ne? Der Mann ist down. So, sehr schön. Wir müssen das Aggro von Schala wegkriegen. Nein! Der hat den einfach wieder mal gewone-hittet, Alter. Oh Gott, was kommt jetzt? Schildschlag. So, auf wen? Hä? Der hat seinen Angriff einfach geändert. Was geht denn jetzt ab? Auf... Nein! Glück gehabt, er verfehlt Danban. Trotz allem, glaube ich. So, oh, der Kampf wird trotz allem schwer. Er will provozieren, der kleine Lappen. Ich würde hier jetzt gerne Gruppenangriffe einsetzen, aber wenn ich das mache... Er haut sich eine physische Barriere rein, dieser kleine Lappen. Dann senken wir seine physische Abwehr einfach. Und was kommt? Na komm, zeig, was du kannst, Brudi. Überfall. Ich hoffe, dass der Impuls diesmal wirkt. Ja, nice. Er wirkt. So, jetzt kann ich... Oh, was für ein Kampf. Brutal geil gerade. Nein! Oh Gott, Brudi! Wach auf! Scheiße, ich habe immer noch das Aggro, jetzt nicht mehr. Oh nee, ne? Ah! Das ist gerade so nochmal gut gegangen. Yes, wir haben ihn. Sehr schön. Nice. Langer Kampf, aber wir haben es geschafft. So, einmal Danban aufmuntern, weil der ist schon wieder am Rumweinen. Der kleine Lappen. So, das war's. Huiuiui, das war ein Kampf. Haben wir aber gut gelöst gekriegt. So, trotzdem würde ich gerne diese Duelldechse nochmal mitnehmen. Vielleicht erreichen wir Level 26, das wäre sehr angenehm. So, das war's. Ja, schön. Nur noch Danban ist Level 25, weil, keine Ahnung, ich muss sein Level erstmal zurücksetzen nachher.
wenn er Level 26 erreicht hat. So, leider wird uns der Grind nicht erspart bleiben. Wir müssen leveln. Das weiß ich jetzt schon. So, zum Glück geben die gerade noch so, ja, okay, Erfahrungspunkte könnte schlechter sein, aber das passt ganz gut. So, da hinten ist der Schlüssel, den müssen wir zuerst holen. So, die können wir alle noch nicht besiegen. So, aber ich mag die Musik hiervon. Ich muss gleich die Uhrzeit mal zurückdrehen, aber ich will euch das auch bei Tag zeigen. Also einmal werden wir uns bei Tag hier durchquälen müssen. Unwirtliches Moor. Okay. So, da haben wir, glaube ich, den Schlüssel, den wir brauchen. Den brauchen wir sowieso. Dunkelmoor. So. Dann holen wir uns erstmal den Schlüssel. Und dann laufen wir erstmal da hinten hin. Level 26, okay. Ah, das Dunkelmoor suckt schon wirklich doll. Wegen dem Gift. Scheiße, er hat uns gesehen. Ungeil. So, dann einmal physische Abwehr senken. So, dann kann ich nochmal einen auf den hier machen. Oh, echt? Oh, Schala steht im Gift, ne? Kommt mal bitte alle her, damit ihr nicht im Gift steht, ihr Idioten. So, oh, scheiße. Damban, halt doch mal das Akro, Alter. So, warum muss ich den eigentlich andauernd ermutigen? So, der erste ist down. Perfekt. Oh, ich penne, ne? So, erstmal aufmuntern. Gut, Schala ist gerade aufgewacht. Ach, die Dickichteule müssen wir eh töten. Okay, nice. Nimmt man dann einfach mal mit. So, perfekt. Okay. So, das war aber eigentlich nicht der Plan. Ich wollte eigentlich erstmal nur da hinten hinrennen. Da hinten. So, ich muss gleich aber erstmal eh die Level zurücksetzen. So, Damban wird sterben, höchstwahrscheinlich. Weil es mehr zieht uns halt die ganze Zeit Leben ab. Zack, zwar, aber was soll's. Nee, irgendwie stirbt Damban dann doch nicht. So, perfekt. Nur noch die beiden sind da drin, so. Und dann will ich einmal in den Expertenmodus und unsere Level einmal hoch und wieder runterstufen. Also von allen am besten einmal. Damit alle auch gleich leveln. So, das, der Expertenmodus ist für sowas halt schon wirklich nice, Alter. Ich liebe sowas halt. Perfekt, jetzt sind alle auf dem gleichen Level. Und leveln auch gleich. Das ist ganz cool. So braucht man sich keine Gedanken darüber machen. Jetzt gehen wir erstmal hoch und gucken mal, was der rote Punkt da ist. So, jetzt sind wir gleich oben. Okay. Geheimpunkt, Leuchtmoor. Stumpfes Messer. Ah, das war das Andenken an den Sohn. Jetzt haben wir die Quest erledigt. Das ist nice. Da unten müssen wir eh nochmal hin. Da unten ist auch noch so ein Teil, das wir brauchen. So. Scheiße. Diese dämliche Dickichteule, Alter. Oh Gott, gib mir die jetzt schon wieder auf den Sack. Damban,
So, dann töten wir die halt mal schnell. Oh, wir schlafen alle, ne? So, dann wecken wir alle mal auf. Deine luftige Heilung bringt dir gar nichts, Brudi. Die ist ja schwächer als mein Heal. Du brauchst ja ewig, um dich damit zu heilen. So, das war's. Weg mit der Dickichteule. Nerviges Vieh, Alter. So, matter Leuchtstein. Und dann hauen wir das Ding hier noch weg. Alleine nur, um gut zu leveln. So, Vorsicht. Na, willst du wohl? Danke. Oh, scheiße. Nicht weit genug seitlich gegangen. Jetzt aber. So, dann einmal Gruppenangriff. So, schade. Mit Carla kann ich leider sowas nicht machen. Es gab gerade mal 6000 Schaden. Das ist echt schlecht. So, aber die Gruppenleiste lässt sich halt auch relativ schnell wieder auffüllen. Also von daher, bei billigen Gegnern können wir des Öfteren mal Gruppenangriffe machen. Bei starken Gegnern würde ich es halt eher lassen. Das ist auch nur so ein Mob, den würde ich jetzt ungern mitnehmen. Außer er greift uns wie jetzt halt an. Kommt mal alle zu mir und hört auf, im scheiß Sumpf zu bleiben, Alter. Oh, Carla, du bist, Carla, du bist so schlau, Alter. Danke, jetzt greif den an. Oh Gott, nervig. Verdammt, ein Ticken zu früh. So, einmal Akku von mir wegholen. Damit er uns nicht angreift. So, das war's. Das sind alle drei Roggelkämme. Nun sollten sie die Brücke reparieren können. Außerdem können sie jetzt auch endlich die Ruinen erforschen. Ist das nicht aufregend? Ja, danke. Wirklich danke. Für den scheiß eine Sequenz einzuspielen, Alter. Wow. Hätte man sich auch sparen können. Ganz ernsthaft. Das ist ja mega nervig. Da ist noch so eine Dickichteule. Die können wir vor den Lulz auch mal mitnehmen. Weil leveln und so sowieso. So, und dann sollten wir uns mal um die Quest mit Katscha kümmern. Endlich. Wenn wir den Roggel und den das jetzt erledigt haben. Weil ich glaube, so viele Quests haben wir im Wald von Magna gar nicht. Oh, yes! Genau! Keine Chance, Brudi. Vergiss es. Ätzendes Vieh, Alter. Widerlich. So, dann komm mal her. Ich hoffe, der Brudi greift uns hier hinten nämlich nicht an. Och komm, wirklich? Oh Gott, sowas nervt halt einfach. Dieses dumme Vieh, Alter. Oh, schrecklich. Wie ätzend.
Reine Zeitverschwendung, der Scheiß. So. Ah, schon wieder ein Ticken zu früh. Aber es ist so ungewohnt. Also zu wechseln, weil bei mir, wenn ich das so spiele, läuft das gar nicht so. Da muss ich immer einen Ticken früher drücken. Dankeschön. Gott, das war ja schrecklich. So, Offizier Wolf können wir auch mal mitnehmen. Der ist nur Level 23, sollte relativ flott gehen, dass der stirbt. Och, ist das dein Ernst, Alter? Dieser dämliche Scheißvogel, Alter. Gott, geht der mir auf den Sack. Kannst du dir halt nicht ausdenken, dieses Scheißviech. Wow. So, wir müssen jetzt erstmal eh nach da hinten zur Flagge. So, dann nehmen wir aber noch die beiden hier vorher mit. Fröhliches Fest und irgendwas anderes. Rote Sonnenblume. Ah, cool. Und wieder einer vollständig. Sehr geil. Und ein Giftschnabeltier. Sehr gut. So, fertig. Kono Akari. ハイエンターのお気味やけだな。奴ら今でこそ上層に引きこもってるが、その昔はこの辺りも支配していたらしい。へえ。ちょうどいいさ。ここらで休憩としよう。不思議とこの明かりはモンスターを寄せ付けない。そこらで休むよりは安全なはずだ。 本当に静か。これから先もずっとこんな日が続けばいいのに。僕はお前たちを許さない。 思い知れ、これがフィオルンが陛下が受けた痛みだ。買いたいかい？未来。早いもんだな。あ、ディクソンさん。あの雪山で俺がお前を見つけてからもう14年か。 感謝しています。あの時、ディクソンさんが僕を助けてくれたからこそ、今僕はここにいる。すまなかったな。お前の両親助けてやれんで。そんな。考えてみりゃ、お前とモナドの付き合いもその時からだよな。案外、もともとそいつは、お前が使うように神様が定めてくれたもんかもしれんよな。 ほとんど覚えていないけど、僕にとっては父さんと母さんの残してくれた形見みたいなものだって、そう思っていた時期もありました。だからこの剣の秘密を解いて、鬼神兵との戦いに少しでも役立てたいって。でも実際はガラクタの山を築いてただけなんですけどね。研究棟のあれか。ま、確かにな。
Demo. Yappari kono ken wa. Omae ga saigo da ze, Shuruku yo. Sumimasen. Nan da ka netsuke nakute. Sa, ikou ka. Saishinbu wa kono saki datta na. Aa. Mezasu wa Saishinbu. Kodai Hai Enter sama no iseki da. Obelisk des Lichts und wir sind zurück. Ja, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal hier lang. Wir wollen ja erstmal die Mission mit Katscha noch machen. Und dann haben wir noch eine Quest da oben. Seht ihr das Ausrufezeichen? Da geht's dann im nächsten Part hin. Und mit dem Ausrufezeichen haben wir ganz viel zu tun, leider. Ihr werdet schon noch erfahren, was jetzt hier im Wald noch auf uns zukommt. Wir werden hier ein paar Parts bleiben. Aber nicht allzu lange wie... Na, nicht runterfallen, Schulk. Oh. So, sehr gut. So, wir haben den geheimen Schlüssel schon. Das heißt, wir können einfach hier am Rand erstmal reinlaufen, weil da ist ein Boss drin. Nein! Oh Gott. Ich hasse dich, Schulk. Spasti, Alter. Wo war ich gerade stehen geblieben? Da ist ein Boss drin, den können wir noch nicht besiegen. Selbst mit Level 34, obwohl der 30 ist, hat er mich zu Grütze verarbeitet. Also da müssen wir noch ein bisschen mehr leveln, bevor wir den besiegen können. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir werden ihn killen, wenn ich es nicht vergesse. So, Schulk, diesmal fällst du bitte nicht runter. Das wäre echt zuvorkommend von dir. Sondern lauf da einfach hoch. So, einmal hier, Hintereingang. Da ist der Boss. Kühner Godwin, der ist richtig stark. Hallo? Ihr seid ein wenig zu spät. Katscha hat Dexen Ort verraten. Bin trotzdem glücklich, dass ihr helfen gekommen seid. Kann endlich zurück zu Bokoko und anderen. Vielen Dank für Hilfe. Das war also vollkommen useless, hier hinzugehen. Nice, hat sich richtig gelohnt, Alter. Dann reisen wir mal zum Lager der Nopon AG, weil ich habe da, glaube ich, eh was vergessen. Oder haben wir hier schon alles gekauft? Ja, wir haben hier schon alles gekauft. Okay. Tschüssi. Ja. Katscha wieder da. Leider hatte sie bösen Dexen Geheimnis schon verraten. Aber das Wichtigste ist, dass Katscha gerettet ist. Ich bin froh, dass alles geklappt hat. Wieder ein Problem gelöst. Weiß nicht, was Dexenvolk eigentlich plant, aber ich bin so glücklich, dass Katscha in Sicherheit ist. Ja, kann ich verstehen. Sehr gut. So, da sind auch schon zwei neue Quests. Hab Bitte an euch, Katscha hat großes Problem. Katscha musste Dexen Informationen geben. Sind jetzt zur Anhöhe bei Dunkelmoor unterwegs. Stoppt sie. Worum genau geht es denn? Wir hören. Sie wollen unbedingt Schatz der Riesen in die Hände bekommen. Haben sogar Fels zerstört und Weg freigemacht. Sie sind zu allem bereit. Sie dürfen Schatz nicht kriegen. Das Volk der Riesen? Haben hier einst wirklich Riesen gelebt? Habt ihr nicht gesehen, als ihr Katscha befreit habt? Riesige Ruinen, wo jetzt Dexen hausen. Das stimmt. Ein Gebäude solchen Ausmaßes können nur Riesen erbaut haben. Dexen suchen Riesenschlüssel für verborgene Tür. Schlüssel ist auf Anhöhe östlich von Dunkelmoor vergraben. Besiegt sie, bevor sie Schlüssel finden und buddelt ihn aus. Öffnet dann mit Schlüssel verborgene Tür in Feste der Verbannung. Dort müsste Altar sein. Untersucht ihn. Ja, machen wir. Ah, ihr habt Sinn für Abenteuer. Seid voller Eifer. Was? Dann nichts wie den Dexen hinterher. Gut, ich kümmere mich darum. Auch ich werde mein Bestes geben. Nice. Will hier Lager aufschlagen, aber wichtige Materialien fehlen. Bin zu alt, um selber zu suchen. Rückenschmerzen. Das hört sich nicht gut an. Nur die Ruhe. Ich bin sicher, Schulk kann dir weiterhelfen. Wenn du mich da mal nicht überschätzt, Danban. Ihr seid jung und munter. Bitte sucht Materialien für weiches Bettchen. Gibt auch Belohnung. Will alte Knochen endlich ausruhen. Nopon sind doch von Natur aus weich und gut gepolstert. Kannst du dich nicht einfach auf den Boden legen? Aber nein. Auf diesem Boden kein schöner Schlaf. Will weiches Federbett wie Hom Hom haben. Na gut, es ist ja auch schlimm, immer herumzureisen. Ich würde auch gerne mal wieder in einem richtigen Bett schlafen. Ja, suchen wir. Ihr seid Rettung. Sollte vielleicht bald mal in Rente gehen. Bitte kümmert euch um Bett. Gut, ich kümmere mich darum.
Auch ich werde mein Bestes geben. Nice, damit haben wir wieder ein paar Quests zusammen, auch mit Namen und so. Ich nehme jetzt noch einmal dieses Ausrufezeichen hier in der Nähe mit, weil warum nicht? Ist ein Federblatt. So, fertig. So, gucken wir als letztes nochmal in unsere Kollektion, ob wir irgendwas Neues haben. Nein. Ja, Leute, dann würde ich mich hier aber bei euch verabschieden. Im nächsten Part geht es weiter mit den kleinen Quests. Wir haben Katscha gerettet und eine Cutscene gesehen. Im nächsten Part werden wir die anderen namhaften Quests machen. Wie gesagt, Monstermissionen werde ich nur machen, wenn sie sich auf dem Weg ergeben. Ich bedanke mich hier bei euch aber fürs Zuschauen. Like dieses Video und abonniert den Kanal für mehr Xenoblade-Content oder wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!